Moin und herzlich willkommen im neuen Jahr. Und nach dem Intro geht's dann mal los. Nee, genau. Ja, ne, frohes Neues nochmal, ne, jetzt nachdem das Intro durch ist. Und ich habe jetzt mal ein bisschen rumexperimentiert und ich werde mal schauen, dass das für euch jetzt eine ansprechende Sache wird. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Könnt ihr dann ja in den Kommentaren dazu sagen. Ich werde euch nämlich in dieser Folge einen fiktiven Ablauf eines Transportauftrags mal, ja, wie gesagt, fiktiv darstellen, alles frei erfunden. Naja, nicht ganz frei, aber das seht ihr dann selbst. Ne? Und ja, hier geht's ab mit der fiktive Auftrag. Und da haben wir euch aber eine schöne Anfrage gekriegt. Von der Firma Max Mustermann International. Also 33 Euro Paletten Skihosen. Von Oldenburg nach Villa San Giovanni. Da möchte er einen Preis haben. Dann werden wir ihm wohl mal einen Preis machen, wa? Dann wollen wir mal befragen den Computer, wie weit das da wohl hin ist. Schauen wir mal. Ah, da steht es ja schon. Villa San Giovanni. Und die Maschine rechnet und rechnet. Wären also 2304 Kilometer. Notieren wir uns das doch glatt einmal. Was machen wir Ihnen denn für einen Preis? Na, ich nehme mal hier, ne? Nehmen wir mal so. Genau. Bieten wir ihn dann also gleich an 2304 mal 1,3. So werden wir ihm das mal anbieten. Wollen wir mal den Herrn Mustermann anrufen. Ja, moin Herr Mustermann. Na, ich habe gerade Ihre Anfrage bearbeitet, ne, wegen dem Transport von Oldenburg nach Villa San Giovanni in Italien. Kann ich Ihnen anbieten für 4.101 Euro und 12 Cent. Ja, okay. Ja gut, wenn das dann so ist, dann schicken Sie mir bitte einfach eben den Auftrag rein. Na, und dann werden wir das dann zu dem dementsprechenden Datum laden. Alles klar, besten Dank. Ja, da ist er ja. Wollen wir mal gucken, aber am spätesten laden müssen wir immer noch pünktlich sind. Der Sonntagladen fällt ja so ein bisschen flach, ne? Weil es sind ja Skihosen und
kein frischer, also werden wir ja schon mal am wunderbaren 6. Laden. Und dann am besten auch gleich um 10. Ja, so. Wird er wahrscheinlich eine Stunde laden. Bis er losfährt. Ja, so ist das, ne? Ja, ist ja auch ungefähr schon eine Stunde wahrscheinlich vorher hingefahren von mir zu Hause. Ja, war mal eine Stunde an, ne? Hier vorne weg hat. Vielleicht muss er hinkommen. Ja, mit Pause ist er dann bis 19:45 unterwegs. Circa 560 Kilometer weg. Wenn er eine Pause machen, fährt er also wieder um 6:45 los. Das ist dann schon der 7. Ja, eine Pause fährt er um 16:30. Wenn das alles hinkommt. Oder 630 Kilo tut das weg. Wieder Pause machen, fährt er also wieder um 13:15. Irgendwie so wird das wohl sein. 630 Kilometer weg. Das ist ja schon fast da. Ja, kann um 0:15 am 9. wieder los eiern. Ja, auch mit Pause ist er dann sowieso relativ pünktlich. Um 8 Uhr morgen. Na, hat dann die letzten 484 Kilometer geschafft. Ist dann wahrscheinlich wieder nach einer Stunde entladen, also ab 9 Uhr da unten in Villa San Giovanni für die nächste Tour frei. Ja. Ja, dann auch wahrscheinlich auch nur noch, wenn er keine Zähne macht, nur noch 2H Restlenkzeit. Außer er macht dann mal tatsächlich meine Zähne, ne? Genau so sieht das wohl aus. Na, welchen LKW nehmen wir denn dafür? Den nicht. Nee. Den auch nicht. Nee, lass mal. Ja, könnte man machen, aber kommt von der Länge nicht hin. Schade. Dann nehmen wir mal den da, wa? Wen lassen wir fahren? Sollen wir es Ingo fahren lassen? Weiß noch nicht. Ja, das ist ein feiner Typ, aber der ist, glaube ich, auch froh, wenn er mal zu Hause ist. Oder vielleicht auch den Sascha. Ich glaube, der hat doch gerade Urlaub, ne? Ja, der hat gerade Urlaub. Oder Mölli, aber ich glaube, der ist auch noch im Urlaub, ne? Ja. Oder den Apfelschubser hier Andi auf vollen Touren, unser Night Bandit, aber das wird ihm, glaube ich, zu hell. Wobei, bei der Planung muss er auch ein bisschen nachts fahren und Italien kennt er ja. Ach, lass den mal damit in Ruhe. Wirbel, lass das den komischen Typen da machen. Genau, der gefällt mir ganz gut. Hehe, dann machen wir es eben selber, ne? Ja, ich habe mich dann doch noch ein bisschen anders umentschieden für ein anderes Fahrzeug. Das gefiel mir dann doch einen kleinen Ticken besser. Jetzt runterzufahren, ne? Genau. Mhm.
So, dann sind wir jetzt ja mal endlich auf Tour. Hier gerade schön auf der A1. Na, erstmal so Richtung Osnabrück. Ja, das war jetzt mal ein sehr fiktiver Auftrag, bei dem auch alles optimal gelaufen ist. Ja, aber das ist vielleicht mal so eine Art und Weise, wie man das darstellen kann. Ne? Schreibt einfach in die Kommentare, wie vorhin schon mal gesagt, schreibt das einfach mal unten rein, ob wir sowas in der Art öfters machen sollten. Genau. Nee. Und was bleibt mir jetzt noch übrig? Ja, euch noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Na, falls ihr noch nicht zu Hause seid, kommt heile nach Hause und genießt auf jeden Fall die Zeit mit euren Liebsten. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der Logistiker. Bis denn, horido!